Ice Poseidon, meine Freunde, ist einer von diesen Twitch-Streamern, die überhaupt nicht gemocht werden. Letztens habe ich einen Clip gesehen von Ice Poseidon, da ist er, es ist ein IRL-Streamer, okay, und er geht durch die City und er redet gerade mit irgendeinem Dude. Auf einmal kommt von hinten ein Dude auf ihn zu und schüttet ihm einfach ein Wasser ins Gesicht oder ein Wasser über den Kopf. Und dieses Wasser war Fäkalwasser. Es war nicht nice, aber Ice Poseidon ist eine Person, die eben so sehr gehatet wird, dass sie auch im Real Life öfter mal, ja, irgendwelche solche Begegnungen hat. Und jetzt ist etwas passiert, was ihn wieder in kritische Komponenten gebracht hat. Bekannter Streamer fehlt Eskorte im Bett und musste ins Gefängnis und betrug seine Zuschauer um 500.000. Das ist Ice Poseidon. Wir gehen rein. Die ich ja oftmals bringe, gibt mir das in schweren Zeiten einfach die Kraft. Beginnen wir nun aber mit einer Person, die ich schon mal kritisiert habe, und zwar Ice Poseidon. Und Junge, was der Typ in letzter Zeit abgezogen hat, ist wirklich an maximaler Dummheit nicht zu überbieten. Noch nie von dem gehört. Ich liste mal kurz auf, was die letzten Wochen, Monate und auch Jahre rund um ihn passiert ist. Er hat eine Escort-Dame heimlich im Bett für Kick gestreamt, wurde aufgrund von Bombendrohungen im Flugzeug geswattet, hat seinen Zuschauern 500.000 Euro gescammt und wurde für 5 Jahre Haft im thailändischen Knast angeklagt. Das meiste hierbei liegt gerade einmal Wochen bis Monate zurück. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal direkt mit dem aktuellsten Fall. Denn Ice Poseidon kam auf die grandiose Idee, eine Escort-Dame zu filmen. Zuvor, für eure Information, Ice Poseidon ist 29 Jahre alt, heißt Paul De Nino. Er war damals einer, wenn nicht sogar der größte IRL-Streamer auf Twitch mit über 10.000 bis 30.000 Zuschauern im Schnitt. Mittlerweile ist er aber dort gebannt, weshalb er nur noch auf Kick streamt. Aber auch dort ist er mittlerweile mit über 14.000 Zuschauern. Der ist mit Sam Pepper unterwegs. Bruder, kennt ihr Sam Pepper? Halleluja, halt die Tür zu. Ich weiß nicht, wer die anderen zwei sind. Aber Sam Pepper ist ja auch, Bruder, der Typ, unfassbar kontrovers. Unfassbar kontrovers. Vielleicht habt ihr das Video damals gesehen. Da hat er von zwei Freunden, da hat er so getan, als würde er eine von den zwei Freunden entführen. Wie sag ich das auf YouTube, um monetarisiert zu bleiben? Der war halt in on a joke. Aber der andere Typ dachte for real, dass er entführt wird. Und dann hat er die beiden auf einem Balkon gehabt. Und also der eine hat davon gewusst, aber der andere wusste nicht. Da dachte er, er wird jetzt for real entführt. Und dann hat er ihm die Augenbinde abgenommen und hat den anderen er hat ihn entlebt, so sagen wir so, okay? Und der andere Typ ist daraufhin vollkommen eskaliert, weil er dachte halt, sein Freund wurde hier entlebt, ja? Und Sam Pepper fand das richtig lustig und hat das dann hochgeladen. Bruder, das war größte Controversy ever. Und generell sehr, sehr viele schmutzige Geschichten um den Typ herum. Krass. Nicht erfolgreich unterwegs. Und das jetzt einfach mal nur als Gefühl zur Einordnung, wie groß und wie reichweitenstark der eigentlich ist. Am 21.09., also vor knapp über einer Woche, kam Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich damit aussagen wollte. Poseidon auf eine sehr, sehr grandiose Idee, einem Mann namens Andy $500 zu geben, welcher dann eine Escort-Dame zu sich holen sollte. Ice Poseidon hat zuvor im Schlafzimmer und im Wohnzimmer Kameras installiert, um halt alles heimlich mitzufilmen. Wobei, fairerweise muss man sagen, es war nicht alles komplett heimlich. Denn sie haben im Vorfeld die Frau informiert, dass unter anderem dort Kameras installiert sind. I was wondering if it's okay to film, is that alright? Yeah, it is. Yeah, I charge an extra $100 for filming now. All right. Perfect. It doesn't matter what I do with the video. No, not at all. All right, perfect. I'll send you the details. Just come on over. What's the price of this? Als es dann zum Treffen kam, hat der Mann die Frau eingewiesen, dass dort eine Kamera steht bei der Couch. Und da war die Frau ja auch fein mit, denn das war ja im Vorfeld auch so besprochen. Jetzt ging es aber weiter, denn auch im Schlafzimmer wurde eine Kamera installiert. Und als die beiden das Zimmer betraten, schien es nicht so, als hätte die Frau gewusst, dass sie dort auch gefilmt wird. Und nun mal so, sie wurde ja nicht nur gefilmt, sie wurde ja gelivestreamt vor einem Publikum von knapp 20.000 Zuschauern, die halt wirklich jeden Schritt auf Kick mitverfolgen konnten. Jedes Gespräch, jede Handlung. Nein, er hat nicht wirklich entlebt, er hat nur so getan. Also das war der Prank. Das war, entleben Prank. Weißt du, was ich meine? Und so weiter und so fort. Also, ganz, ganz kranke und widerliche Nummer. Und ich weiß auch nicht, wie man überhaupt darauf kommt, genau sowas durchzuziehen. Als dann übrigens beide das Schlafzimmer verließen, keine Sorge, es kam zum Glück zu keinen weiteren Handlungen, bekam dann aber später die Escort-Frau eine Nachricht von ihrer Freundin auf ihr Handy. Und darin schrieb sie, dass das ganze Treffen eine Inszenierung ist. Und die Frau wusste scheinbar bloß, dass da eine Kamera im Wohnzimmer aufgestellt wurde. Daraufhin fühlte sich die Frau super, super unwohl und wollte ziemlich schnell die Wohnung verlassen. Jedoch hielt dieser Andy sie einfach auf und wurde regelrecht aufdringlich, was man hierbei gut sehen konnte. This is crazy.
creepy? Miss your main man. Oh, why is it creepy? Die will raus, die ist sichtlich unangenehm in der Situation. Und er steht vor der Typ, vor der Tür. Ah, warum ist das creepy für dich? Hey, Bruder. Also, er wollte unbedingt die $500 zurückbekommen, weil er hat ja keinen Service erhalten. Bro, what the f*** stimmt mit der Menschheit eigentlich nicht? Sie wird heimlich gefilmt. Knapp 20.000 Leute sehen sich das on stream an. Und dann kommt es noch zu solchen extrem unangenehmen Situationen. Wer kommt überhaupt auf die Idee, sowas zu machen und dann zu livestreamen? Und er denkt sich dann, ja Mann, das ist jetzt geiler Content und so. Was? Ganz, ganz belastend und wirklich absolut gruselig. Und ratet jetzt mal, wie die Reaktion von Eddie, also dem Co-Founder von Kick, war. Richtig, er fand das alles mega, mega lustig. Ich meine, er ist ja zufälligerweise auch der größte Supporter von Ice Poseidon. Und Digga, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass so eine Bedrängung irgendwie auch nur ansatzweise lustig ist? Aber das zeigt mir leider wieder, dass Kick halt eine Plattform ist, bei welcher nahezu alles durchgeht und dass es irgendwie Konsequenzen gibt. Und das empfinde ich als ziemlich schwierig. Ich meine, kann man überhaupt auf Kick gebannt werden, wenn man selbst das durchlaufen lässt, ohne dass dort irgendein Regelverstoß besteht? Zumal es ja von Anfang an klar war, dass Ice Poseidon eine sehr, sehr schwierige Person ist. Und da kommen wir nun zu einem weiteren Kapitel. Passt auf, Ice Poseidon war schon in der Vergangenheit unfassbar kontrovers und ist durch die ekelhaftesten Aktionen aufgefallen. Und dennoch ist der größte Supporter von Ice Poseidon der Co-Founder von Kick. Aber schauen wir uns doch mal den Verlauf von Ice Poseidon genauer an. Damals war er nämlich noch extrem erfolgreich gewesen mit seinem IRL-Content auf Twitch und Ice Poseidon kannte da auch schon teilweise keine Grenzen. Der wusste gar nicht die Gefahren von seiner Reichweite, die er da eigentlich hat. Und deshalb wusste er natürlich auch nicht, was es bedeuten würde, wenn er seine genauen Standorte preisgibt. Deshalb war er nämlich so schlau und zeigte seinen exakten Standort. Safe, das hatte ich auch mal in einem Video von mir. Er war am Flughafen und hat den Leuten einfach gesagt, an welchem Flughafen er ist und welches Gate und so. Standort, wo er sich gerade befand und welchen Flug er gleich nehmen würde. Und das bei einer sehr, sehr großen Zuschauerzahl. Wirklich, das ist eine sehr schlaue Aktion. Deshalb wurde er dann im Anschluss von der Polizei geswattet, weil ein Zuschauer eine Bombendrohung ausgesprochen hat. Genau für dieses Flugzeug, wo Ice Poseidon einsteigen wollte. Und wieso ist das Ganze eigentlich passiert? Natürlich, weil Ice Poseidon sämtliche Informationen preisgegeben hat. Welcher Flug, welcher Flughafen, welches Gate und so weiter. Er hat wirklich alles preisgegeben. Daraufhin wurde er dann übrigens auch auf Twitch gebannt und später sogar gepermabannt. Also schon da fehlte wirklich jegliche Verantwortung für seine Reichweite. Doch was danach noch passieren sollte, überschreitet das alles um Längen. Denn Ice Poseidon hatte auch eine Zeit lang so Krypto-Streams gemacht. Er zeigte, wie er selber in Krypto und in Aktien sein Geld investiert. Und es schien auch so, als hätte er wirklich mega Ahnung davon. Also er baute sich eine neue Community auf, die halt wirklich interessiert waren an Krypto-Zeug. Deshalb hatte dann auch Ice Poseidon später in einem Gespräch mit Kollegen gesagt, und das Ganze war ja eher scherzhaft gemeint, dass er doch einfach mal einen Shitcoin erstellen müsse, um dann die Leute im hohen Betrag abzuscammen. You're telling me I could create a CX coin and then people could buy it, because I could say that the community is super strong and then I could sell it in 10 seconds and make $10 million. Also er witzelte darum, einen Coin zu erstellen, um dann... Das war, dass das damals so oft funktioniert hat, ne? Da haben so viele Leute haben irgendwelche Coins erstellt. Oder also damals, also danach noch NFTs und so, aber damals war es wirklich mit den Coins, auch viele YouTuber und so. Und ich weiß nicht mehr, wer das, also, oder ich weiß noch, wer das war, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Also zwei so YouTuber habe ich damals mitbekommen, die hatten auch eine Coin. Und kurz darauf ist die Coin dann aber verschwunden. Und die meinten dann, ja, sie haben das rausgenommen, weil sie waren da jetzt doch nicht mehr so unbedingt so, stehen da jetzt doch nicht mehr so dahinter oder so. Aber ich denke mal, weißt du, da hat das schon wer investiert? Hast du dem dann das Geld zurückgegeben? Was ist mit dem Geld passiert? Und ich irgendwie, hast du das nicht im Vorhinein überlegt? Das ist nicht einfach so, das passiert ja nicht einfach so random, dass du jetzt kurz so eine Coin machst oder so, sondern da überlegst du dir, okay, da wollen Leute ihr Geld investieren. Ist das wirklich was ich hier verantworten kann oder nicht? Und dann machst du das und dann so zwei Tage später ist es weg. Ich weiß ja nicht. Dann, wenn alle rein investieren, einen Rugpull zu machen. Also sozusagen zieht er sich genau mit diesem Coin zurück und scammt alle Leute ab. Und dreimal könnt ihr raten, was Ice Poseidon im Anschluss gemacht hat. Richtig, er erstellte wirklich diesen ZX-Coin. Wenige Wochen später investierten Zuschauer in diesen Coin im Wert von $500.000. Und dann machte Ice Poseidon genau das, was er zuvor aus Spaß sagte. Er hat wirklich das Geld abgezogen, direkt am Anfang schon $300.000 auf sein eigenes Konto transferiert. Und das nur, um Fettkohle von seinen Zuschauern abzusahen. Also, das ist wirklich
unfassbar dreist. Aber noch dreister war es dann, als er damit aufflog und CoffeeZilla ihn zur Rede stellte. CoffeeZilla ist ein großer YouTuber, der sich genau um sowas kümmert und der hat das Ganze mitbekommen und meinte, er solle das Geld doch bitte wieder den Leuten oder beziehungsweise den Zuschauern geben, weil das kann man nachvollziehen, wo man was hintransferiert hat. Daraufhin meinte aber Ice Poseidon, dass er das halt einfach nicht macht und fertig ist. Trying to like get you to return the money because it's 100% still available and you could do that. Yeah, I could give the money back. It is within my power. But I'm gonna look out for myself and not do that. I don't like know what else to say. That's just the most honest answer. Unfassbar. Der Typ sagt selbst offen in einem Interview, dass er das Geld halt einfach Bruder. Nicht zurückgibt und die Zuschauer doch selber dran schuld sind. So geht man mit seiner Community um. Das kannst du dir beim besten Willen nicht vorstellen. Das also, ist halt for real. Also ich hätte es expected, dass er sagt, naja, das war ja gar nicht so und naja, das ist gar nicht so einfach nachzuvollziehen und naja und bla bla bla. Aber er sagt einfach, ja, genau so war es und eigentlich habe ich keinen Bock drauf. So ganz großen Respekt. I'm gonna look out for myself. Wisst ihr, wie viel Geld der Typ hat? Wahrscheinlich eh immens viel. Einmal mal einer der größten Streamer auf Twitch of all time und jetzt halt auf Kick und bla bla und er denkt sich, ja, es wäre eigentlich notwendig, dass ich nochmal 500.000 abziehe, weil das habe ich halt notwendig. Dankeschön, Shiyu. Dankeschön. Passt aber auch perfekt in Ice Poseidons Lebenslauf. Denn Ice Poseidon war zufälligerweise genau dieses Jahr noch im thailändischen Gefängnis. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum. Ich habe darüber nämlich noch nicht gesprochen und in den deutschen Medien kam auch noch nicht so viel dazu. Naja, stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr kennt keinerlei Regeln und Gesetze oder Sitten in Thailand oder generell in einem fremden Land. Und dann führt ihr euch einfach in einem Restaurant auf wie der größte Clown. Das beschreibt ungefähr die Situation rund um Ice Poseidon und seine Freundin, weshalb es hätte sein können, dass die beiden 5 Jahre ins thailändische Gefängnis kommen. Aber was ist denn jetzt eigentlich genau dort vorgefallen? Am 28. Juni diesen Jahres streamte Ice Poseidon in einem thailändischen Restaurant, bei welchem unter anderem auch thailändische Manager saßen. Und genau dort fing der Streamer an, einfach einen Lapdance mit seiner Freundin zu veranstalten. Ich meine, alles für den lustigen Kick-Content. Gemeinsam mit seiner Freundin hatte er sich dann noch in Schale geworfen und genau das passende Outfit sich angezogen und machte sich wirklich vor allen Leuten zum Deppen. Ich meine, wir reden hierbei immer noch davon, dass es in einem Ich werde das, by the way, auf YouTube zensieren, weil ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt... Naja, okay, oh ja, das ist auf YouTube. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so zeigen darf. Strong war, was ziemlich seriös gewesen ist. Also dort saßen halt auch teilweise reiche Menschen, die das halt nicht so cool fanden, wenn dort Leute einfach nur aus Spaß dort streamen und dann Lapdance machen. Und jetzt kommt es aber dazu, ein thailändischer Manager fand das Ganze gar nicht so cool und hat die Polizei verständigt, weil er das zu obszön fand. Und da die Nummer gestreamt wurde, es zusätzlich also noch Beweismaterial genau für diese Sachen gab, wurde er mit seiner Freundin von der Polizei abgeführt. Ice Poseidon musste dann anschließend erstmal ins Gefängnis und ihnen drohte eine Freiheitsstrafe von satten 5 Jahren. Er selbst. Ja, das ist halt, weil die Besitzerin von dem Restaurant sich halt in ihrer Ehre so verletzt gesehen hat, was natürlich auch verständlich ist. Und da sind dann einfach die Gesetze anders. Bruder, du kannst doch nicht in irgendein Land gehen und das dann halt machen und dann, boah, ich hoffe, er zeigt dann dieses Video, wo sie sich entschuldigen. Ich meinte sogar, dass er im Falle, würde er dort wirklich 5 Jahre einsitzen, er sich das Leben nehmen würde, ja, weil das zu heftig dort abgeht. Glücklicherweise kam er aber schon nach 2 Monaten wieder frei und entschuldigte sich sogar für sein Verhalten, obwohl man das ehrlich gesagt kaum ernst nehmen kann. Und nun, 1 Monat später, beziehungsweise gerade mal... Das war nämlich, die haben dann, er und ein Kollege von ihm... Die waren dann auf der Polizeistation oder so und die haben dann ein Video gemacht, wo sie einfach so nebeneinander stehen und sagen, ja, das tut uns leid und bla bla und hin und her. Und das war eh voll die lächerliche Apology. Nur die haben halt einfach nicht gewusst, was halt auf sie zukommt. Ein paar Wochen später machte er genau das mit dieser Escort-Dame und fiel wieder komplett negativ auf. Es wurde sogar noch danach gestreamt, wie er aufgrund von angeblicher sexueller Belästigung von der Polizei konfrontiert wurde. Ow. Das ist Sam Pepper. Hold on, who sexually assault? Mate, just step over here. I mean, yeah, sure, no problem. But. Es wurde dann aber irgendwie gemeint, dass Zuschauer ihn geswattet haben, weil er wieder gezeigt hat, wo er sich genau aufhält. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam es zu einer Konfrontation mit der Polizei. Aber Ice Poseidon ist Real Talk einer der dämlichsten Streamer im Internet. Der baut fast nur Scheiße, kennt keine Grenzen, scammt seine Zuschauer um 500.000 Euro ab und hört dennoch nicht auf mit diesem Quatsch. Ganz im Gegenteil, er macht immer weiter und wird zu... Muss man jetzt eigentlich, also theoretisch schon, aber angenommen, du scamst dir 500.000. Versteuerst das? Das ist die eigentliche Frage. Du kannst ja da nicht hingehen. Ja, hier, du musst ja angeben, woher du dieses Geld hast.
was du versteuerst. Ja, 500.000 Euro aus Scam. Zudem noch auf Kick gefeiert, gefördert und supportet. Es ist durchaus beschämend, dass solche Leute eine so große Plattform bekommen und dazu noch so unterstützt werden. Ehrlich, ich checke das nicht. Wenn ich weiß, dass jemand seine Community um 500.000 Dollar betrogen hat, dann unterstütze ich ihn doch nicht. Und erst recht nicht mit Geld. Genauso wenig verstehe ich es ebenfalls nicht, wie man noch eine Loredana unterstützen kann, die einer Rentnerin einen sehr hohen sechsstelligen Betrag abgescammt hat. Es ist mir ehrlich gesagt nicht begreiflich. Was kann ich aber noch zu der ganzen Thematik sagen? Ice Poseidon ist Müll, Kick zieht keine Konsequenzen draus und scheinbar kann man dort tun und lassen, was man möchte, egal wie problematisch und verwerflich das auch gesellschaftlich ist. Ja. Für Leute, die halt wirklich nur Scheiße bauen, ist Kick wirklich eine perfekte Plattform, habe ich das Gefühl. Ist Krypto nicht steuerfrei? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber sobald du das halt irgendwie umwandelst in Geld, müsstest du es theoretisch versteuern, weil das ist halt Einkommen. Also ich glaube, solange du in Krypto investiert bist, ist es halt kein theoretisch nicht Einkommen, sondern du tradest halt damit, aber sobald es dir halt auszahlen lässt, hast du einen gewissen Gewinn gemacht und dadurch musst du halt Einkommensteuer zahlen. Alpra Zolando, Dankeschön für den Prime Sub. Ansonsten ist es aber eher weniger positiv. Aber ich bin ehrlich, ich erwarte jetzt natürlich auch nichts von Casino-gesteuerten Streaming-Plattformen. Also keine Ahnung, von der Außenwahrnehmung ist Kick so eine richtig negative Plattform. Schreibt gerne mal, was ihr darüber denkt, wie ihr Kick empfindet. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst super gerne ein Like da, das würde mich riesig freuen. Und lasst. Ja, ich finde Kick an sich, schau, das Ding bei Kick ist, die lassen sehr, sehr viel durchgehen, was an sich erstmal eine sehr nice Sache ist, weil im Gegensatz dazu bestraft YouTube oft Sachen, die nicht bestraft gehören. Einfach als Präventionsmaßnahme. Aber als CEO von dieser Plattform, das lustig zu finden, wenn hier obviously gerade eine Frau halt bedrängt wird und halt Angst hat und I don't know, anscheinend nicht damit einverstanden war, dass sie in der Situation gefilmt wurde und so weiter und so fort. Das findest du halt einfach lustig. Dann was sollst du halt expecten von so einer Plattform? Weißt du, was ich meine?